Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, Cooper der Wolf. Und wir sind wieder bei einem neuen Part, Pokémon Schwert. So, wir haben jetzt den Drachenorden und ja, wir haben uns schön mit Zania unterhalten und die hat uns gesagt, wir sollen jetzt zum Bahnhof gehen, um zum großen Grande Finale der Pokémon Challenge zu reisen. Und das wollen wir doch jetzt auch mal tun. Ja. Ja, hier jubeln uns alle zu. Yay, weiter so, Cooper, genau. Hahaha. Immerhin wollen wir ja schön gewinnen. So, Hey, stopp! Warte, Cooper! Ich habe Roy besiegt! Ach du Schande, jetzt ist er auch schon wieder da. Alles, was ich brauchte, war eine gehörige Portion Selbstvertrauen. Und zack, geschafft! Ja. Soll ich mich jetzt freuen? Im Gegensatz zu deinem Bruder bist du eine echte Quasselstrippe, Kleiner. Ja, das ist er wirklich. Das hast du gut erkannt. Aber du hast dir von mir den Drachenorden erkämpft. Daran lässt sich nichts rütteln. Okay? Dann hat er es wohl geschafft, der gute Hopp. Dein stürmischer Kampfstil hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Hör gut zu, ihr zwei. Ja, wir hören. Ich will sehen, dass ihr beim Champ Cup alles aus dem Weg räumt und sich einer von euch einen Showdown mit Dillion liefert. Ja, das werde ich dann mal übernehmen, ne? So machen wir das. Ja, ja, hopp. Ich bin natürlich der Favorit. Naja. Und gleich dahinter folgt Cooper, mein direkter Rivale. Du bist wohl, wenn, höchstens mein Rivale. Das ist nämlich genau umgekehrt. Du übernimmst bei uns beiden eher die Rolle vom Roy. Schon zigtausendmal gegen mich gekämpft, nicht einmal gewonnen. Ich lass es ordentlich krachen und ich werde alles anwenden, was ich im Kampf mit dir gelernt habe, Roy. Oh, Cooper, unser Zug ist da. Ja, ich würde gerne den Zug später nehmen, bitte. Sonst quasselt der mich die ganze Zeit voll. Och, Mano. Hat anscheinend nicht geklappt. Ach ja, und was kommt jetzt noch wieder? Score City, bald sind wir da. Ich will mir so viele Sachen ansehen. Da gibt's diesen riesigen Turm und die... Und über die Score Stadion dort liegen... Oh, ich bin einfach nicht so gut da drin, unter Druck zu lesen. Ganz Gala, nein, die ganze Welt schaut auf uns, ja, genau. Oder so ähnlich. So, wir sind endlich da. Den wollen wir hier mal raus. So, sind wir denn auch gleich in der Stadt? Nee, hier ist noch... Ah, da wären wir, Route 10. Wow, schau dir die nur diese Wände aus Schnee und Eis an. Hier wimmelt es sicher nur so von Eis-Pokémon. Jetzt geht's um alles oder nichts. Wenn wir gut genug für den Champ Cup sein wollen, müssen wir ordentlich ranklotzen. Und uns so richtig ins Training hängen. Aber ich glaube fest an mein Team und natürlich auch an mich selbst. Wir packen das. Okay, ich stürze mich mal ins Vergnügen. Wir sehen uns am Eingang von Score City, ja? Ja, ich könnte auch drauf verzichten, aber wenn du das willst... Ich liefere mir hier noch ein paar Kämpfe. Gibt es hier irgendwo verletzte Pokémon? Ich bin ein Arzt. Ich kann helfen. Ja, aber deswegen musst du jetzt nicht meine versuchen, selbst zu verletzen. Also die Ärzte hier sehen eigentlich eher aus, als wenn sie ein bisschen bekifft wären, ne? Entschuldigung, aber... Es ist einfach so. So. Wir versuchen mal Feuersäule als erstes. Wumps. Oh. Oh. Hat es sogar überstanden. Autsch. Auch immer diese blöden Hagelkörner, ey.
Na, naja, den gibt's noch einmal. Nitro-Ladung. Und das Pokémon ist erledigt. So, weiter geht's. Kampf gewonnen. War? Wie kann das sein? Jetzt ist mein eigenes Pokémon verletzt. Ja, aber du wolltest doch mit mir kämpfen. Jetzt hast du wenigstens jemanden zum Heilen, um den du dich kümmern kannst. So, und wir wollen weiter. Du willst auch kämpfen? Man sollte sich an die Dinge halten, die man auch bewältigen kann. Das gilt besonders für Bergsteiger. So ein Koopa-Sprachknoten mal wieder erlebt. Das gilt besonders fürs Bergsteigen. Jedes Risiko ist ein Risiko zu viel. Ja, warum willst du denn jetzt mit mir kämpfen? Du siehst nicht gerade wie ein Pokémon-Meister aus. Und du hast es hier mit einem echten Supertrainer zu tun. Also. Ach du Stande. Oh Mann. Naja, es hagelt schon wieder. Erstmal eine Feuersäule. Dürfte ordentlich. Siehste, sage ich doch. Das wirkt sehr, sehr schmelzend. Auch für Eisen-Pokémon. Oder beziehungsweise Stahl. Aua. Ich sag ja immer diese blöden Hagelkörner. Nein, ich will mein Pokémon nicht wechseln. Oh, ein Pampos. Auf was soll's. Wir hauen jetzt auch mal einen Feuerball raus. Darf auch mal sein wieder. Ups. So. Das war eine schöne Hitzewelle. Immerhin. Ihr seid schon so lange hier in der Kälte. Da wollte ich euch auch mal das Herz ein bisschen aufwärmen. Bei starken Gegnern reicht es nicht, sich nur strikt daran zu halten, was man sicher bewältigen kann. Hä? Nee. Okay. Ist da was? Nö. Wir gehen jetzt hier mal weiter. Hey Schnösel, willst du mit mir kämpfen? Bei Kämpfen bin ich noch angespannter als bei der Arbeit. Okay. Angestellter Andreas. Der sollte mal weniger auf sein Handy gucken, sondern mehr auf den Pokémon-Kampf achten. So, Snebuna. Du kriegst wieder eine Feuersäule ab. Obwohl, vielleicht hätte ich auch Feuer Doppelkick nehmen sollen. Wäre wahrscheinlich genauso gut gegangen, aber na gut. Hat auch sehr effektiv getroffen. So. Aua, schon wieder ein Hagelkorn an den Kopf gekriegt. Nein, wir kämpfen weiter. Lepumintas. Okay. Ach, ich versuch's einfach mal mit einem Doppelkick. Mal sehen, was der hier so bringt. Habe ich hier jetzt auch gar nicht eingesetzt. Oh, okay, das hätte ich vielleicht sein lassen sollen. Ja, ist ja gut. Autschi. Naja, aber ins Pokémon Center wäre ich vor dem großen Turnier ja sowieso noch gegangen. Vom Champs Cup. So, dann haben wir eine Feuersäule raus. Und Wuja! Weggebrannt. Yeah! Weiter geht's. Ich versuche, meine Karrieren als Angestellter und Pokémon-Trainer unter einem Hut zu bringen. Ja. Was wird das jetzt, ein Selfie oder was? Also hier laufen echt nur Verrückte rum.
Kennst du eigentlich die Sage, wonach Gala dem Untergang geweiht sei, sollte die Karamor jemals diese Region verlassen? Nö, sagt mir jetzt überhaupt nichts. Dip, 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 dip. Ach, ja, deswegen sagt er das, weil er ein Karamor hat. Habe ich aber auch. Aber weißt du, was mein lieber Lo zu einem Karamor sagt? Der sagte einmal mal Feuerball zu. Ja. Einfach mal kurz Feuerball und dann war es das. Oder? Ey, wieso werde ich vom Hagelkorn wieder getroffen? Und was hat dieses blöde Karamor gemacht, dass ich nicht angegriffen habe? Böses Karamor, das gibt jetzt ganz, ganz böse Feuerballdresche. Ich verbrenne dir dein Federkleid. Das hast du jetzt davon. Sowas mag ich gar nicht. Ja. Oh, schon wieder vom Hagelkorn getroffen. Mensch, das tut langsam weh. Ich meine, die machen zwar nicht viel Schaden, die Dinger. Aber wenn das in jedem Kampf so 2-3 Stück... 3-2-3, ja. Zwei, dreimal getroffen wirst, dann fängt das an zu nerven. Wumms. Wumms. So. War es das jetzt? Bist du jetzt zufrieden mit mir? Hoffe ich doch mal. Genaueres über die alten Überlieferungen zu den Karamor weiß ich allerdings auch nicht. Ja, ja. Immer die Leute mit ihrem blöden Halbwissen. So, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Uah. Bin ich hier richtig? Och, das ist ja schon wieder... Uiuiui, da bin ich doch glatt einem Trainer begegnet. Was mache ich denn jetzt? Ich habe doch gar keine Lust zu kämpfen. Und warum tun wir es denn trotzdem? Thorsten. Also wirklich. Oh, jetzt auch noch Sandsturm. So. Das war Pokémon Nummer 1. So, aua. Menno. Ein Rizoros. Na gut. Gut. Auch bei dir kommen wir mit Doppelkick. Feuerattacken sollen ja nicht so effektiv sein. Zack. Zack. Ja, mein Junge, so ist das nun mal. Wenn man mit einem Teilnehmer des Champ Cups sich anlegt, kriegen die Pokémon ganz schnell mal was hinter die Löffel. Hm, was genau habe ich falsch gemacht? Habe ich mit den falschen Pokémon angefangen? Deine Pokémon hätten vielleicht besser trainiert sein sollen, um es mit mir aufzunehmen. Der nächste. Deinem Auftreten nach zu urteilen, bist du kein gewöhnlicher Pokémon-Trainer. Okay, ja gut, hast du recht. Bin ein Arena-Challenger. Ach nee, bin ich ja gar nicht mehr. Die Arena-Challenge habe ich ja bestanden. Ich gehe jetzt zum Champs Cup. Oh, schon wieder ein Eisknäuel. Was ich mal ein bisschen schmelzen muss. So. So. Wumms. Jetzt haben wir hier ein bisschen Wasser rumliegen. Macht nichts. Weggeschmolzen. So.
Aua! Alter! So langsam gehen mir die Hagelkörner wirklich auf die Nerven. Ligios. Was ist ein Ligios? Ach, ihr seid ein Ligios. Habe ich euch nicht schon mal gesehen? Oh, der hat drei Pokémon. Da kommt gleich noch einer nach. So. Oh, oh, oh. Der hat sogar überstanden. Mann, Mann, Mann. Was war das jetzt? Okay, der hat seine Verteidigung gesteigert. Alter, was hat das denn alles gesteigert? Oh, ey, diese blöden Hagelkörner. So. Das Ding wurde jetzt auch durch den Hagelkorn erledigt. Da hat es viel gebracht, seine Verteidigung zu steigern. Muss man ja sagen. Nee, ich kämpfe weiter, egal. Oh Gott. Oh Gott. Ein Kaokto. Kaokto, du kriegst Feuerball ab. Na los. Guck mal, wie schön heiß der ist. Fandst du den toll? Nicht? Schade. Dabei wollte ich dir extra eine Freude machen. Okay. So, auch den Kampf haben wir überstanden. Mein lieber Herr Gesangsverein, dein Pokémon-Team ist ein wahrer Augenschmaus. Nur, wenn du das sagst. Ich finde mein Team auch toll. Och, jetzt noch wieder ein Reporter-Team. Lange nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt zu erfahren, wie stark du inzwischen geworden bist. Also ich war letztes Mal schon stark genug, euch in 0,x aus dem Weg zu räumen. Das werden wir jetzt auch hinkriegen. Ein hervorragendes Team aus Trainer und Pokémon erstrahlt hell vor der Kamera. Ja, ich bin ein wirklicher Kameraschmaus. So, Mädel, dann zick mal her, Junge, ne? Ja. Zack, auf wen gehen wir denn zuerst? Dich. Zack. Auf dich gehen wir auch nochmal. Eigentlich nicht so meine Art, geteilt zu gehen, aber... Hey! Wäre sowieso so passiert. Haha. So, der holt jetzt sein zweites Pokémon aus der Reihe. Vermute ich mal. Oh, Flamara erreicht Level 66. Schön für dich, Flamara. Und jetzt kommst du auch gleich noch mit Feuerzahn. Genau, ratzt nochmal den schnell weg. Und können beide gleich mit dem neuen kommen. Und Blitzer erreicht Level 67. Also auch stärker geworden. Oh ja, wie ihr sicherlich gemerkt habt, seit meinem Kampf gegen Roy war ich ein bisschen in der Naturzone unterwegs. Ja. Und hab meine lieben Freunde ein bisschen hochgelevelt. Oh. 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 Okay. So. Sehr effektiv, sehr effektiv. So, ich gehe mit ihm auf dich. Und zack, mit dem auf dich. Zack, der hat schon gesessen und auch er ist weg. So. Was? Libero ist auch besiegt? Warum das denn jetzt? Ach, Hagelkorn. Oh. Hey, ich sag ja, ich hasse diese Hagelkörner. Auf Dauer gesehen sind die echt nervig. Aber keine Sorge. Mein Flamara schafft das schon. Na los, Flamara. Das war zwar erst die Hälfte, aber die andere Hälfte schaffen wir auch noch. Ja, ja, ich muss ein neues rausholen, ne? Oh, nee, warte mal, ich nehme dich. So. Blitzer.
Blitzer wird jetzt zeigen, was Blitzer kann. So, Donnerblitz, Donnerzahn oder einfach Donner. Es gibt einfach mal ein Donner auf die Glocke. Und wieder ein Biss. Wahrscheinlich wird er den Donner nicht mal überstehen. Ups, das war's auch schon, sag ich doch. Haha. Schön reingedonnert. So, Aquana, Level hoch. Und Fulipuraba ist auch ein Level hoch. Fulipuraba. Bei deiner Stärke fehlen mir die Worte. Ein Trainer wie dich sollten wir im Auge behalten. Ja, das finde ich gut. Hehe. Eine Niederlage, aber zumindest konnte ich so deine Stärke aus erster Hand erfahren. Tja. So. Darf ich denn jetzt endlich mal in die neue Stadt? Yay, ich hab's geschafft. Ich bin da, ich bin da. So. Endlich haben wir es nach Score City geschafft. Oh. Einmal kurz ein bisschen Halskratzen. Naja. Ach, da ist ja auch der Hopf wieder. So. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Oh, ey, die Stadt ist aber wirklich riesengroß. Ich würde sagen, im nächsten Part werden wir dann erstmal die Stadt ein bisschen erkunden und gucken, was es hier so alles Schönes gibt, bevor wir in die Arena denn zum Champions Cup gehen. Jetzt wird uns wahrscheinlich Hopp noch ein bisschen vollsulzen. Wow, wir sind wirklich hier. Score City. Hier passiert es. Hier wird die Legende von Hopp in die Geschichte eingehen. Hier wird der liebe Hopp von meinen Füßen zertreten, abgeputzt und wieder nach Hause geschickt. Hopp, es reicht langsam. Du weißt schon, weil ich der neue Champ der Gala-Region werde. Ey, wie kann man nur so... Oh, du hast doch nicht einmal gegen mich gewonnen. Und selbst Roy habe ich vor dir geschlagen. Als ich gegen Roy angetreten bin, da musstest du noch loslaufen und dir den Unlichtohren holen. Weil du so weit hinter mir warst, du Pappnase. Sei mal nicht so vorlaut. Ich mache mich schnurstracks auf zum Stadion. Jetzt wird richtig rangeklotzt. Wir sehen uns dann beim Score-Stadion, Cooper. Bis dann. Ja, zieh bloß Leine, Alter. Du gehst mir aber mal echt auf die Senkel. Also ich meine, Betis war ein richtiger Vollpfosten. Aber dir eine Klatsche verpasst zu haben, um dich mal ein bisschen down zu machen, war echt genau das Richtige. Leider hast du jetzt schon wieder einen zu großen Höhenflug. Okay. Nichtsdestotrotz, mit dem Anblick auf das schöne Riesenrad, die schöne Stadt, Score City, möchte ich den Party jetzt heute auch beenden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, den Daumen nach oben zu smashen. Lasst ein Like da. Und natürlich, klickert nochmal den lieben Wolf da oben links gleich. Und lasst mir ein Abo da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Außerdem verlinke ich euch noch unten links gleich die Playlist zu Pokémon Schwert. Und natürlich unten rechts gibt es denn die Playlist zu Lego City Undercover. Könnt ihr auch gerne vorbeigucken. Lego-Spiele schocken einfach immer und Lego City Undercover ist eins oder sogar in meinen Augen das beste Lego-Spiel überhaupt. Zumindest bis jetzt. Ja, und oben rechts könnt ihr noch an meiner Umfrage teilnehmen. Welches Spiel soll folgen, wenn eins meiner jetzigen Projekte fertig ist? 3 Spiele stehen zur Auswahl. Nehmt nochmal fleißig dran teil, denn Pokémon neigt sich dem Ende. Und auch Luigi Mansion ist nicht mehr so weit vom Ende entfernt. Das heißt, so lange wird die Umfrage wohl nicht mehr laufen. Und dann muss eine Entscheidung getroffen sein. Und die Entscheidung liegt bei euch. Also, was will ich denn noch groß reden? Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und sage... Bis zum nächsten Mal, euer Cooper, der Wolf. Bye!